Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. So, dann widmen wir uns jetzt mal Sequenz 7, Erinnerung 1, eine vorsichtige Allianz. Ich bin gespannt drauf, wie es mit Elise weitergehen wird. Also, du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Hm. Aber vertraust du mir? Ja, nice. Ich habe gerade das Gleiche gedacht, ey. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Jo. Aber wenigstens ist sie schon mal davon überzeugt worden, zuzuhören. Das ist ja schon mal ein Schritt weiter, als wir vorher waren. Okay. Und nun kommt jetzt eine weitere Cutscene oder direkt Gameplay? Diese Ladezeiten verraten es einem ja nie. Die laden immer gleich lange. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich? Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Ja, no shit. 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Ja. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Sei gegrüßt. Mein Name ist... Um Himmels Willen, nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Also das ist ja jetzt mal ganz was Neues. Eine Templerin, die Assassinen um Hilfe bittet. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte also, wieder aufwärmen? Ich meine, eigentlich ist sie keine richtige Templerin in dem Sinne. Wenn ihr darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Oh ja. Und Belek... Black, nicht so die Zähne. Okay. Das musste sein. Das musste aus meinem System raus. Ach Gott. So. Was kommt nun? Ein nettes kleines Gespräch zwischen den beiden würde ich durchaus begrüßen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn diese Mission jetzt nur aus Cutscenes bestehen würde. Okay.
Ich meine, ich freue mich jetzt wirklich, dass die Elise jetzt wieder in der Handlung eine Rolle spielt. Also, und ich habe auch echt das Gefühl, oh, okay, wir laufen ein bisschen mit dir. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden, nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Ressort-Antwort. Warum? Was zum... Elise! Elise! Die Verbrecher sind da lang! Warte doch! Was macht sie denn? Ja, bleib noch an der Ecke hängen. Wenn du mir... Alter, Elise! Wenn du mir entkommen willst, machst du gerade einen richtig beschissenen Job. Wo willst du denn hin? An einen nostalgischen Ort vielleicht? Wäre nett, wenn du mir antworten würdest. Denn jetzt gerade sieht es so aus, als ob du einfach nur fliehen möchtest und den Templerorden verraten möchtest, wo unser Versteck liegt. Jeder andere Assassin hätte dich schon längst erledigt, aber ich bin natürlich ein besserer Mann. Weil wir uns seit damals kennen. Komm schon, Elise. Komm schon. Was hast du denn vor? Elise, arbeite an deiner Wegfindung. Komm schon. Davon abgesehen werde ich jetzt wegen dir auch von den Wachen gejagt. Habe ich auch keinen Bock drauf. Warte auf mich! So, toll, ich bin verschwunden. Wo will die denn hin? Zum Hotel de Ville? Echt? Hier sollte doch das Attentat ausgeführt werden, oder nicht? François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Hä? Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ja, die Memo hat er nicht gekriegt. So wie ich. Das ist ja jetzt interessant. Huh. Ein totgeglaubter Mann wird wiedergeboren. Ja, Mensch. Wie kommt denn sowas zustande? Leer. Werden wir sicher herausfinden. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Also ich habe das Gefühl, die Elise, die ist jetzt keine richtige Templerin in dem Sinne gewesen. Es war eher so eine Zweckgemeinschaft. Sie wollte einfach nur den Mörder ihres Vaters finden, aber als die gemerkt haben, ups, das ist ja einer von uns, beziehungsweise sie kommt der Wahrheit ein bisschen zu nah, dann haben sie sie loswerden wollen. Ist wohl niemand daheim? Hm. Der Vogel ist ausgeflogen, aber ich bin mir sicher, hier finden wir irgendwo was. Eine Falle. Eine Falle, ja. Versteck dich, Elise. Na super, hast ja toll hingekriegt, Elise. Mann. So, wenigstens einen erledigt. Zack. So. Zack. Alter. So. Schluss mit Pirouetten. War es das, Elise? Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Ich wollte gerade sagen, damals wart ihr bestimmt nicht so mit Blut befleckt. Damals ist die Sache bestimmt nicht ganz so rot ausgegangen. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Hm? Na nü. Vielleicht könnten wir sie auftreten, ja. Geil. Ah, Elise fackelt nicht lange, das liebe ich. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das Aha. ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Na toll. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Ja. Drecks Scharfschützen.
Ah, und 3 Kopfschüsse sollen wir verteilen. Ja, das sollte sich doch machen lassen. In den Fenstern auf der anderen Seite. Naja, in den Fenstern sehe ich jetzt noch keinen. Ich sehe nur welche auf den Dächern. Zack! Den erwische ich jetzt nicht von hier aus. Ah, da ist einer im Fenster. Aber die anderen beiden waren jetzt auf dem Dach. Erwischt. Haha. Kopfschüsse ausgeführt. Huch! Da sind ja jetzt welche. Na super, okay, wisst ihr was? Wenn die mich jetzt eh entdeckt haben, kann ich genauso gut auch Schusswaffen nutzen. Bam! Bam! So, nice. Ha! Huh. Erinnerung bewerten. Hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Alles klar. Sehr gut. Also eine Info, die uns auch in der Gegenwart sehr behilflich sein wird. Ich habe jetzt Dreieck gedrückt, um die Erinnerung zu bewerten, aber aus irgendeinem Grund darf ich gar nichts. Offenbar. Toll. Danke, Spiel. Ja, und offensichtlich habe ich eine Herausforderung in dieser Mission übersehen, leider Gottes. Deswegen werde ich sie später offscreen noch einmal wiederholen müssen. Betäubte Gegner, das habe ich nicht hingekriegt. Tja. 7800 sind jetzt... Ach, geil, das ist herrlich. Ich zocke das Spiel und so nebenbei verdiene ich mir ordentlich Kohle. Das ist herrlich. Okay, ja, dann reise ich wieder in das Gebiet zurück und nehme direkt die nächste Mission an. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird, aber wir werden sehen. Weil die Mission, die ging jetzt überraschend schnell vonstatten, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist gerade mal knapp die Hälfte des Parts vorbei. Also gerade mal, wir sind gerade mal so knapp über 10 Minuten. So, wieder 2. Oh mein Nö. Tö. Obwohl sie ihn erledigt haben, gilt das Massenereignis trotzdem noch. Solange ich sie töte, während sie markiert waren. Na super. Kleinen Moment. Okay, sorry, weiter geht's. Oh, diesmal sogar nur einen Skillpunkt. Klingt nach einer sehr kurzen Mission. Mit Mirabeau sprechen. Ach, warum muss der denn im obersten Stockwerk warten? Monsieur Mirabeau? Oh je. Irgendwie gefällt mir das jetzt nicht, dass keiner antwortet. Elise? Elise? What the fuck? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Und bringen ihnen den wahren Mörder. Na dann. Was für ein krasser Plot-Twist wäre das am Ende, wenn sie ihn tatsächlich getötet hat und sie ganz genau weiß, dass sie Arnauds Gefühle für sie ausnutzen kann, um den Verdacht von sich abzulenken. Wie krass wäre das? Ich meine, ich möchte natürlich nicht, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht, aber das wäre ein extrem heftiger Schlag in den Magen für den Spieler. Er vertraut von Natur aus der Elise und dann betrügt sie einen. Aber nein, das glaube ich nicht. Ach, wieder so ein Ding.
Die gleiche Mordwaffe. Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Was ist das hier? Ein Taschentuch? Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Die zudem auch noch Templer sind. So, noch etwas. Hier der Schrank. Vergiftet. Oh. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Okay, und... Alter, ich kann sie beschuldigen? Ist das euer Ernst gerade? What the fuck? Was geht? Ich kann direkt die Elise beschuldigen, alles klar. Ja, Herr. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich das tatsächlich tue. Ich komme um 4 Uhr, um nach der wöchentlichen Weinlieferung zu sehen. Ist jemand nach euch gekommen? Nur die junge rothaarige Dame, Herr. Sie ging schnurstracks zum Büro meines Herrn. Und ihr wart nicht im Obergeschoss? Die wöchentliche Weinlieferung ist sehr umfangreich, Herr. Verstehe. Danke für eure Zeit. Also mit anderen Worten, alles weist gerade tatsächlich nur auf sie. Ich soll nochmal sprechen? Herr. Erkennt ihr dieses Taschentuch? Ah. Oh ja, Herr. Es gehört Emily. Emily? Emily? Die Magd. Soweit ich weiß, hat sie einen Monatslohn gespart, um es sich zu kaufen. Damit fühlt sie sich wie eine Dame, sagt sie. Und wo ist Emily nun? Auf dem Markt, Herr. Danke. Gerne, Herr. Der Diener behauptet, er wäre nicht nach oben gegangen. Das Taschentuch gehört dem Dienstmädchen Emily. Ich soll nochmal mit ihm reden? Welche Hinweise habe ich denn noch übersehen? Vielleicht habe ich weitere Fragen. Natürlich. Weil hier habe ich irgendwo... Au. Sehe ich da oben noch was? Das Buch? Tatsache. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Aha. Ja, natürlich. Es kann natürlich eher sein. Es ist eher wahrscheinlicher, dass er ermordet wurde, weil er wahrscheinlich dem Vorschlag von der Elise entsprechen wollte und ihr helfen wollte, und die anderen Assassinen haben sich gegen ihn verschworen, hatten keinen Bock drauf und deswegen, ja, bam, haben sie ihn so schnell erledigt, wie ich gerade diesen Verbrecher. In mein Café kann ich immer fliehen, wie es scheint. So, bam, 7800 mal ebenso im Vorbeilaufen eingesteckt. So, da bin ich mal gespannt, was die Assassinen dazu zu sagen haben. Das ist jetzt mal auch interessant, eine Fallakte, also quasi einen Mordfall aufzuklären in der Hauptstory. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich habe ja sowieso auch in der Zwischenzeit 2-3 weitere solche Fälle bereits in der Stadt entdeckt. Deswegen in nächster Zeit, in den nächsten Parts, könnte es durchaus sein, dass ich mich wieder diesen Fallakten widmen werde. Weil ich finde die echt eigentlich ziemlich spannend. Hinweise sammeln, Mörder beschuldigen, finde ich nice. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut.
Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Aha. Sehr interessant. Einen windigen Apotheker, der sich auf Geschäfte im Hinterzimmer spezialisiert hat. Okay. Ihn könnte ich jetzt sogar auch beschuldigen. Interessant. Mit dem Apotheker sprechen. Aber eine Sache gibt es ja immer noch, die quasi ein loses Ende ist. Nämlich die gute Dienstmagd Emily. Die habe ich ja bis jetzt weder gefunden, noch habe ich den Fall in ihre Richtung irgendwie weiterhin untersucht. Also Meister Kemar könnte es gewesen sein, aber dann wiederum, wenn er es gewesen wäre, dann wäre er sehr bedacht darauf, möglichst schnell einen anderen Verdächtigen zu finden. Wo sich Elise natürlich anbietet. Deswegen, also entweder Elise oder Emily. Ich kann mir vorstellen, dass der Mord ursprünglich nicht der Elise, sondern der Emily, also der Dienstmagd, in die Schuhe geschoben werden sollte. Weswegen ihr Taschentuch auch dort platziert worden ist. Ich habe das Gefühl, dass Elise dann dort aufgetaucht ist, war quasi der Jackpot. So, ich muss jetzt direkt dorthin. Keine Zeit für Massenereignisse. Und dann schauen wir mal. Ah, Moment. Ich sehe jetzt auch gerade, dass meine Rauchbomben momentan nicht gerade zahlreich im Inventar vorhanden sind. Deswegen kaufe ich mir schnell welche nach. Na, Phantomklingen sollte ich mir auch nochmal holen. 135.000 Franken habe ich mittlerweile angespart. Das ist doch schon mal nice. Ich meine, irgendein Ausrüstungsgegenstand kann ich mir damit bestimmt kaufen. Vielleicht, eventuell, ich weiß nicht. Also einen 5-Sterne-Gegenstand meine ich damit. Ich weiß nicht, wie teuer die billigsten von den Ausrüstungsgegenständen sind. Die gehen auf jeden Fall in den sechsstelligen Bereich. Ob die billigsten von ihnen 100.000 oder 150.000 teuer sind, keine Ahnung. Werden wir dann ja im Nachhinein sehen. Ich werde zwischen den Parts auch versuchen, so viel wie möglich zu sparen. Hoppala. Ah, Elise. Die hat hier schon gewartet. Nicht schlecht. Nicht schon wieder. Na super. Wartet. Geil. Ach, Kacke. Der hat hier unten sogar noch ein ordentliches Katakomben. Labyrinth. Ja, nee, ist klar. Den Umweg nehme ich nicht. Na, warte. Verwendete Aufzüge? Na, großartig. Ich habe nur ein paar Fragen. Nur ein paar, wirklich. Shit, 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 shit. Ja, Dreck, 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 Dreck. Alter! Langsamer! Wartet! Alter, wo sind denn Aufzüge hier? Jetzt brauche ich nur noch einen Aufzug.
Ich muss noch einen Aufzug verwenden. Wo denn? Ich muss ihn nur im Auge behalten und möglichst nah an ihm dran bleiben. In der Hoffnung, dass er irgendwann an einem Aufzug vorbeiläuft. Der ist ja easy einzuholen. Läuft er jetzt hier die ganze Zeit im Park rum oder was? Guckt euch das an, ey. Wenn ich im Kreis laufe, dann werde ich ihn bestimmt los. Sag mal, bist du bekloppt? Junge, nur weil du im Zickzack läufst, heißt das noch lange nicht, dass du mich loswerden kannst. Was soll denn das hier? Der läuft jetzt hier ernsthaft die ganze Zeit im... Ach, scheiße. Gibt es hier irgendwo in der Nähe einen Aufzug, den ich benutzen kann? Natürlich gibt es hier in der Nähe nichts. Das ist doch dämlich. Pack doch wenigstens hier einen Aufzug hin. Damit man in der Lage ist, diesen Typen... diesen Aufzug wenigstens noch zu bekommen, während der Typ hier rumläuft. Wie ein Affe. Ich guck mal, ob sich hier noch ein Aufzug auftreiben lässt. Ach so, ich muss ihm noch nicht mal jetzt am Arsch kleben. Ja, guckt euch das mal an. Ich muss jetzt gar nicht bei ihm bleiben. Das Gebiet, in dem er ist, das wird mir schon markiert. Das ist natürlich praktisch. So, komm schon. Aufzug, Aufzug. Ich hätte gerne einen Aufzug. Hallo. Ich bin vorhin noch an einem Aufzug vorbeigelaufen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass jetzt auf einmal keiner hier in der Nähe ist. Ich krieg die Krise. Ich weiß ganz genau, hier ist einer. Aha, geht doch. So, danke schön. Mehr wollte ich doch nicht. So. Dann kann ich die Mission jetzt, denke ich mal, beenden, habe ich das Gefühl. Ja, wobei, der Apotheker wird bestimmt nicht der letzte Hinweis sein. Spreng, Arno! Ja, klar. Als ob du dich daran nicht hättest festhalten können, ich bitte dich. Mach dich nicht lächerlich, Arno. So, da ist er. Die kleine Kröte. Du Quacksalber! Guckt euch das an, ey. Der Arno, der läuft lieber am Brunnen im Kreis, ey. Meine Fresse. So. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ja! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Und wohin? Sag mal. Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Ja! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Tja. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Ja. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ah, und damit ist die Erinnerung beendet. Krass.
Tatsächlich. Ich dachte, jetzt müssten wir noch weiter Untersuchungen anstellen. Scheinbar nicht. Ja, das war super. Das war nice. Alles klar. Eine Pariser Geschichte könnte ich hier direkt im Anschluss machen, aber nee. Die hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Jetzt beende ich den Part erst einmal an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Part von Assassin's Creed Unity, wo wir diese Untersuchungen natürlich weiter fortsetzen werden und hoffentlich den wahren Schuldigen innerhalb des Assassinen-Clans finden können. Bis dahin!